YouTube und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, Freunde, ihr seht mich heute in einer komplett anderen Location sitzen. Das hat folgenden Grund, den ihr schon oben am Titel und natürlich dem Thumbnail entnehmen konntet. Richtig, Freunde, ich drehe heute für euch ein Alle meine Sneaker Video ab, beziehungsweise Sneaker Kollektionsvideo 2021 für euch ab. Und genau dafür sitze ich heute hier bei mir in meiner neuen Wohnung. Und ich hoffe, dass es mit dem Ton auch einigermaßen klar geht, weil die Wohnung ist noch nicht so ganz möbliert. Sagt man das so? Auf jeden Fall hallt es noch sehr, das kann ich auf jeden Fall hören. Wie bereits erwähnt, geht es heute nämlich um meine Sneaker Kollektion. Die, wie ich finde, gar nicht so die größte Sneaker-Kollektion ist im Fashion-YouTuber-Bereich. Also ich habe so um die 30, 35 Paar, die ich regelmäßig trage und die ich euch auch heute präsentieren werde. Natürlich habe ich noch so ein paar andere Sneaker irgendwo rumfliegen, aber das ist alles Trash, Freunde, irgendwo im Keller. Das hat hier in dem Video nichts zu suchen. Deswegen heute meine Sneaker-Routine, die ich, ja, so die letzten Wochen und Monate eigentlich monatlich verändert hat. Es kommt sehr viel, es geht aber auch sehr viel. Ich versuche immer Sachen, die ich nicht trage, zu verkaufen und die nicht irgendwie unnötig zu stocken, weil, Freunde, Sneaker sollen getragen werden. Obwohl ihr gleich merken werdet, dass auch hier einige Sneaker dabei sind, die ich noch nicht getragen habe. Aber Freunde, an der Stelle laber ich gar nicht weiter rum. Ihr dürft mir natürlich gerne auch auf Instagram folgen, Freunde, weil da poste ich gerne mal, wenn ich irgendwas loswerden möchte. Fitpics mit den Schuhen etc., Freunde. Deswegen ganz wichtig, Kanal abonnieren, Instagram folgen, ein Like da lassen. Und Freunde, ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Sneaker. Okay. Air Force Nummer 1, man kann es schon erkennen, Black Rose, Freunde. Das ist eigentlich so mein wichtigster Sneaker, der mir persönlich am meisten am Herzen liegt. Einfach aus dem Grund, weil das der Sneaker ist, mit dem ich angefangen habe, Customs zu machen. Das war tatsächlich auch der erste Sneaker, den ich gepostet habe. Den ersten, den ich so wirklich geplant habe für dieses Sui Custom Ding. Es ist, ihr kennt ihn alle, den hatte ich früher sehr, sehr häufig an. Und dazu gibt es auch ein Video, verlinke ich euch hier oben einmal. Ist der Air Force One Black Rose, Freunde. Was soll man dazu sagen, Freunde? Es ist ein weißer Air Force One. Wir haben hier Black Rose draufstehen mit dieser schwarzen Rose an der Seite drauf. Die Innenseite ist schwarz gehalten. Bei dem anderen haben wir hier auf der Hacke noch einmal das Sui Tag. Damals noch sehr viel mit Farbe gearbeitet und die Dinger habe ich wirklich gerockt. Ich musste die präsentieren und dementsprechend gebietet sehen die auch aus. Die werden nicht mehr getragen, die behalte ich einfach. Das ist einfach für mich eine crazy Erinnerung, so wie diverse andere Sneaker. Aber ja, Sneaker Nummer 1, der Black Rose Air Force One, mein erster offizieller Sneaker Custom. Sneaker Nummer 2 kann man ebenfalls auf dem Karton schon erkennen, steht Dior drauf. Ebenfalls wieder ein sehr spezieller Sneaker, weil das mein erster Dior Custom war, wo ich mir das erste Mal so eine Dior Bag bestellt habe und das Ganze so auf meinem Kanal ins Rollen gebracht habe, ist dieser lila-weiße Dior Air Force One mit einem extrem seltenen Dior-Material. Also das findet man so krass selten, Freunde. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum hatte ich den noch nicht an? Einfach aus dem Grund, weil ich damals noch so unerfahren war und mit Edding auf die Innenseite links und rechts geschrieben habe, um zu wissen, welches Panel zu welchem Schuh gehört. Und jetzt im Laufe der Zeit, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, hat sich tatsächlich das L, welches ich im Leben sehr häufig bekomme, durchgedrückt hat. Deswegen wird der nicht gerockt, aber ist für mich einfach eine nice Erinnerung und vor allem habe ich aus dem Schuh eine Menge gelernt. Schuh Nummer 3, ebenfalls ein Dior Custom, ganz unspektakulär. Da hatte ich tatsächlich einfach mal Bock, mir einen Dior Custom zu machen und ich fand das Colorway von dem Air Force sehr nice und deswegen habe ich dieses schicke Ding gezaubert mit dem schwarzen Dior Monogrammmuster. Sehr, sehr cleanes Ding, gefällt mir nach wie vor unfassbar gut. Habe ich auch schon das ein oder andere Mal getragen. Sui Tag natürlich auf der Zunge, muss sein, Freunde. Das, ja, ich glaube sogar mein zweiter und letzter Dior Custom. Ich habe gar nicht so viele. Weiter geht die Reise ebenfalls wieder mit einem Custom. Ich habe sehr viele Customs hier, wobei eigentlich nur bei den Air Force sehr viele Customs. Sehr, sehr wildes Ding, Freunde. Sehr, sehr wildes Ding, wie ich nach wie vor finde, ist dieser IKEA Virgil Abloh IKEA Off-White Custom. Sehr, sehr crazy, geiler Display-Sneaker, wie ich finde. Unfassbar brutal, auch hier mit dieser Schnalle habe ich mir da einfallen lassen, fand ich sehr, sehr nice. Ist aus dieser typischen IKEA Sculpture Bag gemacht, ist natürlich Papier, deswegen ist der nicht unbedingt alltagstauglich. Man kann den rocken, aber ich spare mir den so ein bisschen für irgendein cooles Event auf. Habe ich hier noch dieses schöne Tag dran gemacht, was auch an den Bags dran war. Crazy, Freunde. An der Stelle kommen wir zu zwei sehr speziellen Sneakern, Freunde, und da
gebe ich euch jetzt mal so einen kleinen privaten Einblick in meine Sample-Sammlung. Für die Leute, die mir schon länger auf diesem Kanal folgen, die wissen, dass ich für einen Rapper namens Rin Schuhe machen durfte, was einfach bis heute unfassbar crazy ist. Und der liebe Rin hatte im Anschluss noch einen weiteren Sneaker bei mir bestellt und da haben wir so ein bisschen rumprobiert und da ist dann ein Sample entstanden. Und ja, ich zeige euch die jetzt einfach mal. Die sind beide sehr ähnlich, Freunde. Wir fangen an mit dem ersten, weil der war das erste Sample. Bam, Freunde, crazy. Crazy, crazy ist dieser schwarze Nimmerland Air Force. Unfassbar mit diesem Karo-Muster. Da wollte Rin extra so ein, ja, hatte er mir so ein Bild geschickt. Ich weiß gar nicht, das ist so ein Hemdmuster, so ein, I don't know, wie nennt man das nochmal? So ein Karo-Muster einfach in so einem Grünton. Crazy, musste ich auch erstmal suchen, dass ich das so finden konnte, wie er das haben wollte. Mit dem weißen Hintergrund haben wir einmal hier Nimmerland komplett einmal um den Schuh stehen, so wie einmal die Nimmerland Tags. Wollte aber tatsächlich den Hintergrund der Buchstaben schwarz haben und deswegen haben wir eine zweite Version gemacht und das war auch die finale Version und das ist, Freunde, dieses crazy Stück. Ihr seht schon, fast identisch. Wir haben noch mal so ein bisschen hier an dem Muster gearbeitet, also haben noch mal ein etwas abgeänderteres Muster genommen. Schwarzer Hintergrund bzw. schwarze Hintergrundbuchstaben, Umrandung, ebenfalls wieder Nimmerland einmal um den Schuh rum, ebenfalls wieder Nimmerland Tags. Crazy. Und die beiden Dinger werden mich, wie gesagt, immer an diese geisteskranke Zeit, an dieses geisteskranke Ereignis erinnern. Unfassbar. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und ja, die werde ich niemals verkaufen. Persönlicher Wert. Hallo? Nächster Air Force, Freunde. Und vor allem auch der letzte Air Force, den ich hier bei mir zu Hause rumstehen habe, ist der CDG Air Force One mit Brutal. Also krassester Air Force, den ich je in der Hand hatte. Qualitativ. Optisch so ein Brett, die Farbe ist einfach geil, der ist einfach ein Brett, Freunde. Und auf jeden Fall mein aktueller Favorite Sneaker, weil ich trage sehr, sehr gerne Air Force. Und das Ding ist einfach ein Brett, Freunde, der CDG Air Force One Psychopath. So, Freunde, weiter geht's mit diversen anderen Sneakern. Zum einen einmal diese crazy Birkenstock Customs, die ich gemacht habe. Auch dazu ist ein Video online, dürft ihr gerne abchecken. Die im Sommer, boah, brutal. Deswegen die. Dann kommen wir einmal zu einem Sneaker, oder ich würde ihn fast gar nicht Sneaker nennen, sondern es ist eher ein Herrenschuh. Es ist dieser komplett weiße Doc Marten, den ihr aus meinem Remont-Vlog kennt. Ich feiere die des Grauens, Freunde. Ich finde die mega, mega nice. Die sind zwar sehr gewagt, aber zu dem richtigen Outfit kommen die auf jeden Fall sehr, sehr gut. Für 45 Euro macht man da auf jeden Fall nichts falsch, wie ich finde. Geile Dinger, sehr gewagt, aber ich feiere die, Freunde. Nächster Doc Marten ist dieser ganz schlichte All Black Doc Marten High. Auch das ganz klassischer Schuh für den Winter. Obwohl man sagen muss, dass er im Winter nicht wirklich warm hält, aber ist auf jeden Fall für das Winterwetter perfekt geeignet. Schwarz, klassisch, kann man zu sehr vielen tragen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, da brauche ich nicht intensiver drauf eingehen. Ist auf jeden Fall mein zweiter und letzter Doc Marten, den ich hier so rumstehen habe. Aber den trage ich tatsächlich sehr, sehr gerne, Freunde. Weiter geht's mit einem Nike SB Karton. Und man kann an der Farbe des Kartons schon erkennen, dass der Schuh extrem alt ist. Es ist einmal dieser Nike SB Blazer mit in diesem mintfarbenen Colorway, den ich von meinem Onkel geschenkt bekommen habe damals. Sehr, sehr geil. Der hatte den und der hat gesagt, komm, hier kannst du haben, mein Junge. Damals war ich tatsächlich noch sehr, sehr jung, als ich den bekommen habe. Und da passte der mir so gerade. Gott sei Dank ist meine Schuhgröße bei 10,5. Genau das, was diese Größe ist, stehen geblieben. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Rock ich auch extrem häufig. Dann kommen wir einmal zu einem Schuh, den ich wirklich bis heute bereut habe, mir zu kaufen. Und ich habe damals so verkrampft versucht, immer, boah, ich brauche diese Schuhe, als sie gedroppt sind. Ich habe verkrampft versucht, die zu bekommen. Man hat die auch bekommen, weil es davon tonnenweise gab. Und die waren einfach wack, Freunde. Die waren einfach wack. Und ich spanne euch an der Stelle auch gar nicht weiter auf die Schulter. What? Es ist der Powerface Yeezy. Powerface Adidas Yeezy, whatever. In diesem braunen, grauen, Stone Gray Colorway. I don't know. Geisteskrank wackes Ding. Hatte ich auch noch nicht einmal an. Ich fühle den gar nicht. Der sitzt super komisch. Die Toe Cap ist so weich. Man sieht seinen Zeh vorne so krass durchdrücken. Und der fällt extrem klein aus. Also an diesem Schuh stimmt gar nichts, Freunde. Deswegen schnell weg damit. Nächster Sneaker, den ich im Vergleich zu dem Powerface Yeezy extrem feier, ist ein, boah, den sieht man einfach nirgendwo, Freunde. Niemand trägt diesen Schuh und ich verstehe nicht warum. Vielleicht hat den einfach niemand.
aber ich finde den so crazy. Es ist der Supreme Blazer Low in diesem braunen, goldenen Colorway mit der Gamsohle. Auf der Hacke hat man einmal hier dieses Supreme Tag eingestanzt. Dann einmal hier komplett hinten auf der Hacke FTW for the win. Wird auch regelmäßig gerockt. Supreme Blazer in dem braunen Colorway, Freunde. So, das war's schon zu den diversen anderen Sneakern. Und jetzt gehen wir über zu den Yeezys. Und da habe ich gar nicht mehr so viele Yeezys im Petto, sondern nur noch ein paar, die ich auch ja, relativ häufig rocke, muss ich sagen. Wir fangen direkt an mit eigentlich dem Schuh, den ich am häufigsten trage, weil ich finde den geisteskrank gemütlich. Ich finde den vom Farbton crazy. Den sieht man nie. Also in dem Farbton auf jeden Fall sieht man den fast gar nicht. Und ich meine natürlich diesen schicken Yeezy 700, wie nennt man das Colorway? Der Schuh, den kannst du rocken, wie du willst, du kannst den beaten, wie du willst. Die Silhouette bleibt immer in ihrer Form, also der wird einfach nicht used, bei mir auf jeden Fall nicht. Und der bleibt einfach immer clean, fresh. Ich trage den wirklich sehr, sehr häufig, 3-4 Mal in der Woche wird der gepullt. Quali bei dem on point, Freunde, on point. Dann einmal zu einem Yeezy, den ich überhaupt nicht mehr trage. Und ihr seht schon, Yeezy 500. Aber den habe ich auch tot gerockt. Also wirklich, der hatte so 1,5 Jahre bei mir, wo ich den fast jeden Tag gerockt habe. Der ist durch einfach. Deswegen, den kann ich nicht mehr pullen aktuell. Ist der Yeezy 500 Sand, ist das, glaube ich, in diesem beigen Colorway. Ich habe den damals geisteskrank gefühlt und ich finde den auch nach wie vor immer noch sehr, sehr krass, wenn ich den bei irgendwem sehe, bei Kanye oder bei sonst irgendwem. Kommt der unfassbar, aber ich hatte meine Zeit mit dem Sneaker, vielleicht trage ich den irgendwann mal noch. Wenn das der Fall ist, muss ich den auf jeden Fall gut sauber machen, Freunde, weil der ist dead, Freunde. Dann kommen wir einmal zu einer meiner latest Yeezy und das ist so für mich fast mein favorite Yeezy. Aktuell nicht, weil es kommt gleich noch einer, aber ich finde den schon brutal, Freunde, ich finde den schon brutal. Wir haben hier einmal den Yeezy Desert Boot. In diesem, ja, was ist das, grauen Colorway, der genaue Farbton heißt Salt. Im Winter mit einer Cargohose. Die Form von dem Schuh, die ist einfach unglaublich. Also ihr merkt es, Freunde, ich bin sprachlos. Einmal der Yeezy Desert Boot in dem Salt Colorway. Unfassbar schönes Ding. Holt euch den. Für den Winter holt euch den, glaubt es mir. Kann eigentlich irgendwer mal mitzählen, wie oft ich heute schon crazy gesagt habe? No, God! Kommen wir an der Stelle zum letzten Yeezy aus meiner Kollektion und definitiv auch zum Highlight von all meinen Yeezys. Den kennt ihr tatsächlich aus dem letzten Grail LPO Video, da habe ich den euch präsentiert und Freunde, Shoutouts gehen raus an Mats, der mir den fast für Retail besorgt hat. Geisteskrank. Ihr könnt es an der Box schon erkennen. Es ist so ein Brett, ich feiere diesen Schuh. Des Grauens, wenn man ihn überhaupt Schuh nennen darf, es ist der Yeezy Foam Runner. Ich glaube, der Schuh ist Statement genug, ich glaube, ich brauche da gar nicht allzu viel zu sagen. Der ist so geisteskrank bequem, auch der wieder am Fuß mit einer weiten Hose. Das ist ein Look, den man vorher wirklich so in dem Sneaker-Game noch nie gesehen hat. Und deswegen polarisiert der auch, glaube ich, und deswegen feiern den auch vor allem viele. Deswegen feiere ich den auf jeden Fall. Ist einfach was anderes für den Sommer, brutales Ding. Der Yeezy Foam Runner in dem, was ist das, Salt Colorway. Ich kenne mich doch mit den ganzen Colorways nicht aus, Freunde. So, kommen wir an der Stelle zu allen Jordan-Modellen, die ich so in meiner Kollektion habe. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht bei dem ersten Jordan, Bro, warum Nike SB? Den kennt ihr tatsächlich auch schon aus einem sehr alten LPU-Video von mir. Also es ist fast ein Jahr her. Es ist der, jetzt wollte ich schon Yeezy sagen, Jordan 1er Low Lance Mountain in der Lance Mountain Collabo in diesem goldenen Colorway. Der Schuh ist wirklich so ein lostes Projekt. Ich habe das angefangen, habe mir den extra dafür gekauft, um den komplett einmal, ja, um dieses goldene öde Material, muss ich wirklich sagen, öde Material abzumachen. Ich habe es einfach nicht durchgezogen und seitdem liegt der so in der Box. Wirklich ungelogen, eine Woche nachdem ich den bekommen habe, ausprobiert. Ich denke mir, ja, ich mache am nächsten Tag weiter, jetzt gar keinen Bock. In die Box gelegt. Box weggetan, heute wieder rausgeholt. Weiß ich tatsächlich nicht, ob ich das nochmal durchziehen werde. Muss ich eigentlich machen oder ich skate den einfach, Freunde. Cooler Schuh, aber mit dem Gold ist nicht so meins. Jordan Modell Nummer 2 ist ein Jordan, den ich noch nie anhatte. Und den zeige ich euch auch nur ganz schnell. Man sieht schon hier einmal an der Karte, ich habe diesen Schuh zum Geburtstag von Freunden geschenkt bekommen. Und deswegen ist er auch noch in meinem Besitz. Es ist tatsächlich nicht mehr so mein Modell. Damals habe ich den nicht getragen, weil ich dachte mir, boah, das ist ein Geburtstagsgeschenk. Ich behüte den voll, als ich noch relativ jung war. Ich glaube, den habe ich zum 17. oder 18. Geburtstag bekommen. Es ist der Jordan Westbrook O.
Freunde. Ist halt, wie gesagt, ist so ein klassischer Schuh, den kann man irgendwie mal zu einem schicken Event anziehen, wenn man so ein bisschen sportlicher aussehen möchte. Aber möchte ich jetzt nicht unbedingt, deswegen der Jordan Westbrook. Oh, heißt er, glaube ich. So, nächster Jordan ist einmal ein Jordan 1er und zwar ein Jordan 1 Retro 99. Sagt wahrscheinlich jetzt vielen von euch nichts, mir tatsächlich auch nicht. Also ich kenne den Namen jetzt nur hier vom Karton tatsächlich. Aber es ist dieser, ja, sehr gewöhnungsbedürftige Jordan 1 mit, obwohl es ein Retro ist, ist es für mich eher ein mit, so vom Aussehen her, den ich mir in meinem LA-Urlaub gekauft habe. Und ja, Freunde, ich trage den tatsächlich auch nicht mehr. Ich finde den jetzt sehr gewöhnungsbedürftig. Also ist tatsächlich ein schwarz-weißer Schuh mit roten Akzenten. Aber der vibet jetzt nicht so ganz so, wie ich finde. Ist auch da wieder eher so ein Erinnerungsstück an die Zeit in Los Angeles. War einfach einer meiner krassesten Urlaube. Habe ich so genossen. Als Erinnerung, sehr, sehr schicker Schuh. Nächster Sneaker, ebenfalls wieder ein Jordan 1, diesmal aber in der Low-Variante. Und den kennen die fleißigen Zuschauer von euch auch aus meinem Grail-LPU-Video. Und der ist wirklich crazy, Material crazy, Farbe crazy. Und den kriegt man wirklich für Retail. Also ich habe den, ich glaube, 2-3 Wochen nach Release noch bei Soulbox geschossen. Also checkt das gerne mal ab, wenn ihr den feiert. Der kostet 130 Euro, ist einmal dieses schicke Modell. Ganz schlicht, ganz klassisch. Ich brauchte tatsächlich einfach einen Air Force. Also ich habe keine vernünftigen weißen, clean weißen Air Force mehr. Ich habe den gesehen, ich fand den sowieso nice. Habe beim Release wie immer geschlafen. Und dann gab es den halt für Retail in meiner Größe. Und dann dachte ich mir, komm, Gönjamin, Wochen sind aktiviert. Ich nehme den mit. Sehr, sehr crazy. Wie gesagt, ich weiß nicht, was los ist. Ich sag so unfassbar oft crazy. Nächster Jordan ist, wie man an der Box erkennen kann, ein Jordan 4er. Karton ist tatsächlich leer, weil ich habe den hier, Freunde, mit Schuhspannern versehen. Wird das Ding wöchentlich gerockt. Es handelt sich um den Jordan 1. Jordan 1. Um den Jordan 4 Fire Red. Auch da wieder Qualität. Brutal. Butterweiches Leder. Farblich krass. Ist tatsächlich so ein sportlicherer Jordan 4, kann man dazu sagen. Der ist halt in der Hinsicht Classic, weil er dieses Nike-Tag auf der Hacke hat. Der allererste Fire Red, der rausgekommen ist, hatte das Nike-Tag hinten auf der Hacke. Und das hat die 2020er-Version, ist das, glaube ich, ebenfalls wieder. Und ja, Freunde, mein einziger Jordan 4, der Jordan 4 Fire Red. Der ist wirklich fire. Wir sind schon beim letzten Jordan angekommen und auch da kann man wieder unschwer am Karton erkennen, dass es ein Jordan 1er ist. Und das ist eigentlich auch so, ja, was so meine Customs angeht, einer meiner speziellsten Customs, einer der Customs, die mir auch am meisten am Herz liegen. Und der liebe Virgil hat sich bei mir da ein bisschen inspiriert, habe ich gehört. Und es handelt sich um den Custom Jordan 1 Off-White, den ich 2018 gemacht habe. Unfassbar viel Zeit reingesteckt, unfassbar perfekt gearbeitet, ohne mich jetzt irgendwie selber loben zu wollen. Also es ist jetzt wirklich, soll nicht arrogant klingen, aber ich habe so sauber, intensiv gearbeitet. Das ist natürlich auch Grundvoraussetzung bei Customs und der ist wirklich so, wie er ist, perfekt geworden. Ich bin so happy mit dem Ergebnis. Wir haben hier dann natürlich einmal die deutsche Version mit Luft an der Seite drauf. Habe ich so ein bisschen selber interpretiert. Das so, ja, würde ich schon behaupten, mein Lieblings-1er Jordan aus meiner Kollektion. Ja, doch, safe. So, Freunde, wir kommen final zu all meinen Dunks, Freunde. Denn ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Dunks. Viele von euch wissen vielleicht, dass ich schon jahrelang Skateboard fahre. Und als ich angefangen habe mit dem Skaten, kam Nike und hat die Line Nike SB rausgebracht. Oder Nike SB, Nike Skateboarding, veröffentlicht. Und da war direkt am Anfang Dunks, Freunde, Dunks. Die Dunks waren präsent und ich war so verrückt nach diesen Dingern. Und da habe ich noch ein Modell. Freunde, das ist mein favorite Shoe of all time. Aber wir fangen oben an, Freunde. Wir fangen oben an. Wir kommen zum ersten Schuh. Den kennt ihr ebenfalls aus einem LPU-Video. Den habe ich jetzt noch ein gutes Jahr. Und den kennt ihr vor allem auch aus meinem StockX-Video. Und es ist dieser schicke Nike Dunk Elite. In diesem, ja, würde ich schon fast behaupten, OG-Colorway. Chicago-Colorway. Statt schwarze Akzente sind hier aber blaue, dunkelblaue Akzente verbaut. Da kommt man nicht ganz so leicht rein. Aber ich finde, mit einer weiten Hose, wenn das Ganze hier oben schön verdeckt ist, kommt der extrem gut. Und ich habe da wirklich einen Stil für bezahlt, Freunde. Ich habe, glaube ich, einen Fuffi dafür bezahlt bei eBay Kleinanzeigen. Für das Geld
machen wir uns nichts vor, kann man den auf jeden Fall mal pullen. Weiter geht's mit einem aktuell sehr, sehr gehypten Dunk. Und es ist einmal dieser wunderschöne UNC Dunk, wo ich wirklich sagen muss, der gefällt mir unfassbar gut. Die Farbe ist geisteskrank. Quali stimmt halt nicht, deswegen habe ich den auch noch nicht gerockt, weil ich finde, wenn man den einmal rockt, dann sieht der wirklich aus wie ein Air Force, den man ein halbes Jahr gerockt hat, was sehr, sehr schade ist. Aber einmal einer meiner latest Pickups, der UNC Dunk. Welchen ihr ebenfalls aus dem Grail LPU Video kennt, ist einmal genau dasselbe Modell, nur in schwarz, der Panda Dunk in Low, der schwarz-weiße Dunk. Finde ich nach wie vor so krass, ein schwarz-weißer Dunk. Problem einfach bei dem, ich sehe den wirklich, wenn ich in die Stadt gehe, ich sehe den 10, 15 Mal am Tag, aber auch da wieder Quali. Deswegen überlege ich wirklich tagtäglich, verkaufe ich den, behalte ich den, stock ich den oder whatever, Freunde. Aber ja, Dunk Nummer 3, der Panda Dunk. Wunderschöner Schuh. Jetzt wird es qualitativ um einiges besser, Freunde. Wir kommen nämlich zu den SB Dunks. Und die sind von der Quali brutal, brutal. Und den kennt ihr ebenfalls schon. Den habe ich damals, den habe ich in einem Raffle gewonnen. So war das nämlich. Es ist der Atmos Elephant Dunk. Wunderschönes Ding. Weiß, schwarz, grau mit diesem babyblauen Akzent. Ist ein klassisches Air Max Design. Elephant, Atmos Elephant. Und ich feiere es einfach mega, dass sie das auf einen Dunk gepackt haben. Deswegen muss ich den auf jeden Fall ranholen. Ich habe ihn im Raffle gewonnen. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr, sehr happy. Und dann wird er auf jeden Fall nicht abgegeben, wenn man dafür Retail bezahlt hat, Freunde. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Atmos Dunk. Und zwar ist es der Atmos Safari. Auch Gegenstück zu dem. Wunderschöner Schuh. Qualitativ brutal. Hatte ich leider noch nicht an. Es hat sich noch nicht die Gelegenheit ergeben. Ebenfalls wieder ein ikonisches Air Max Design. Was ich geil finde, dass sie hier noch vorne dieses Nike Tag gemacht haben. Was sie vorne bei dem Atmos Elephant Dunk nicht gemacht haben. Aber wunderschöner Schuh, Freunde. Farblich, qualitativ. So geil. Wir kommen zum vorletzten Dunk und generell zum vorletzten Sneaker aus dieser kompletten Sneaker-Kollektion. Und Freunde, den zeige ich euch im Schnelldurchlauf, weil das ist so mein Beater. Den trage ich fast jeden Tag aktuell. Und es handelt sich dabei um diesen schicken Nike Dunk SB Infrared. Ich feiere den des Grauens, Freunde. Der ist super cozy. Ich finde auch den Farbton sehr, sehr clean. Mit diesem Grau, Beige. Also ja, ist kein Beige, aber so dieses fast beige Grau, kann man das so nennen. Unfassbar schön, kann man wirklich im Alltag sehr, sehr gut integrieren. Bisschen schwarze Akzente und dann natürlich klassisch hier dieses Infrared verbaut. Den habe ich mir tatsächlich damals zusammen mit dem Atmos Safari in Osnabrück abgeholt. Grüße gehen nochmal raus an die Jungs. Unfassbar krass. Der stand da einfach im Regal, weil da war der Dunk-Hype noch nicht ganz so krass da, Freunde. Da kam der gerade und ich fand den mega krass. Ich hatte den auf Instagram gesehen. Der musste eingetütet werden für Retail. Unfassbar schönes Ding. Einmal der Infrared Dunk SB. Wir kommen an der Stelle zum letzten Sneaker. Und auch da wieder, Freunde, für die fleißigen Zuschauer unter euch, die wirklich schon, ja, ich würde fast sagen, seit Tag 1 dabei sind, die sollten diesen Schuh eventuell kennen, weil den habe ich schon mal präsentiert. Es ist einfach ein crazy Ding. Als ich angefangen habe zu skaten, da hatte eine gewisse Person aus Münster, der Joel, Grüße gehen an der Stelle raus, der hatte den damals in einem Video an und ich fand das Ding so krass und ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich müsste so 13, 14 gewesen sein, 12, 13, irgendwie so roundabout. Und ich musste mir den Schuh besorgen. Und damals Internet, Computer, das war alles noch eine andere Welt, Freunde. Und da hat mein Stiefvater für mich sogar bei eBay geguckt und wir haben den dann wirklich, ich glaube, für 60, 70 Dollar irgendwo aus den Staaten bestellt. Mit Zoll hat er dann 100, 110 Euro gekostet. Das Ding kam an und ich bin nach wie vor, freue ich mich immer noch genauso wie damals, wenn ich mir das Ding angucke. Ich spanne euch gar nicht weiter auf die Folter. Es ist der Goofy Boy Nike Dunk SB Low. Ich feiere den unnormal. Der ist so krass. Material auch einfach für damalige Verhältnisse schon so krass. Das Wildleder hier ist butterweich. Dann haben wir einmal so einen lilanen Jeansstoff all around. Schwarzen Swoosh, Wildleder. Freunde, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wunderschönes Ding. Der hat hier nochmal so eine spezielle Einlegesohle. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber da ist so ein Typ drauf, nämlich, wie der Name schon sagt, der Goofy Boy. Und wunderschönes Ding. Das ist mein letzter Sneaker aus meiner kompletten Sneaker-Kollektion und definitiv mein wertvollster und mein
mein Liebhaberstück. Ja, Freunde, an der Stelle sind wir schon nach einer gefühlten halben Ewigkeit am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe vor allem auch, dass euch meine Sneaker-Kollektion gefallen hat. Ich weiß, es gibt krassere, man könnte jetzt hier irgendwelche Travis 1er stehen haben. Habe ich aber alle nicht bekommen, Freunde. Ruhig Blut, ich arbeite dran, dass das in Zukunft auf jeden Fall der Fall sein wird. Und ja, Freunde, an der Stelle bin ich raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Freunde. Peace. Und wer darf die ganze Scheiße jetzt wieder aufräumen? Richtig, Freunde.